Gut. Mo. Das soll nicht besser werden. Aha. Ich hab was im Auge. Es ist früh, okay? Ich habe gestern nicht meditiert. Ich bin direkt nach dem Stream ins Bett gegangen und deswegen ist es jetzt 9 Uhr morgens, während ich dieses Intro aufnehme. Hallo! Willkommen zur dritten Folge Freigang für Laura. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich. Wir haben heute ganz, ganz viel zu besprechen. Es geht um den ersten Spieltag der Bundesliga, um Rekordspiele, um Verletzungen, um den DFB-Pokal, um die UWCL-Qualifikation, um Waschmaschinen und um Aminata Diallo, die Arme. Oder auch nicht. Kann ich euch nicht sagen. Letzte Woche gab es leider keine Folge. Die Aufmerksamen unter euch werden vielleicht mitbekommen haben, letzte Woche war ich im Rasenfunk und habe mit einigen sehr hochkarätigen Gästen zusammen meine Saisonvorschau für die Frauenbundesliga aufgenommen. Jetzt ist es natürlich schon angelaufen, die Bundesliga. Dementsprechend ein bisschen sinnlos, euch jetzt noch zu empfehlen, euch das anzuhören. Aber nichtsdestotrotz gibt es da ja vielleicht die ein oder andere neue Information, die ihr noch nicht hattet. Dementsprechend kann ich es euch immer noch gerne ans Herz legen. Es hat mir auch unfassbar Spaß gemacht, es aufzunehmen. Nur hat es mir sehr viel Energie gezogen, weshalb ich dann nicht in der Lage war, am Tag drauf direkt nochmal eine halbe Stunde über Frauenfußball on camera zu reden. Das haben wir aber diese Woche dann jetzt wieder nachgeholt. Und ansonsten habe ich eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Viel Spaß mit der Folge. Es geht um Freigang für Laura. Ich hoffe, ihr seid alle bereit. Denn ich würde sagen, wir legen dann los. Es war eine busy Woche im Frauenfußball. Es war eine busy, busy Woche. Einerseits natürlich der erste Spieltag der Frauenbundesliga, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Andererseits gab es auch dieses lustige Forum Future Frauenfußball F im Chat. Wo mal wieder so eine Geschichte rauskam, wie sie nur der Frauenfußball schreibt. Also, das sind Nachrichten, da kann man auch nur lachen, weil das nicht zum Weinen reicht. Der Geschäftsführer vom 1. FC Köln, Christian Keller, war am Freitag, das Forum fand in Frankfurt statt, war am Freitag im Gespräch und offenbarte da die Sache, dass die Spielerinnen in der Frauenbundesliga bis zu dieser Saison ihre Trikots selber waschen mussten. In der Frauenbundesliga bei einem Profi-Club, nicht nur, und das nicht bei einem Profi-Club wie der SGS Essen oder dem SC Sand. Wobei der SC Sand ja jetzt auch kein Profi-Club mehr ist. Sondern beim 1. FC Köln, einem Abteilungsverein von einem Männerbundesligisten. Der gute Christian Keller hat sich dann erbarmt und für den 1. FC Köln in der Sommerpause eine Waschmaschine und eine Trockner angeschafft. Halleluja, Glückwunsch an Köln. Es hat ja auch tatsächlich was gebracht anscheinend, wenn wir einmal auf die Ergebnisse blicken. Ich sage es ganz offen, ich habe vorher keinen Plan gehabt, wie ich über diesen Spieltag reden soll. Deswegen gehen wir einfach mal die Spiele ein bisschen durch. Ich habe nicht alle gesehen, aus verschiedenen Gründen. Einerseits, weil mehrere auch parallel liefen und ich nicht die Energie habe, wie andere Menschen im Umfeld des Fußballs, alle Spiele mir auch im Real Life anzuschauen. Eröffnet wurde die Saison am Freitag im Waldstadion mit einem stabilen Rekord in der Frauenbundesliga. 23.200 Leute hatten sich da ins Waldstadion verirrt. Ich war einer davon. Eine davon. Es war ein gutes Spiel. Ich hatte danach erstmal 2 Tage lang keine Stimme mehr. Dementsprechend könnt ihr euch
überlegen, wie viel ich tatsächlich vom Spiel mitbekommen habe. Ich war hauptsächlich damit beschäftigt zu schreien. Nichtsdestotrotz gab es einige Szenen, die dann selbst ich mitbekommen habe. Lea Schüller hat erstmal in der 5. Minute ein Tor geschossen, das in der Rückbetrachtung kein Abseits war. Von der Schiedsrichterin allerdings abgepfiffen wurde. Für alle die das nicht wissen, in der Frauenbundesliga gibt es keinen VAR. Dementsprechend war der Stand dann auch nach 5 Minuten noch 0-0 und das hat sich, wie ihr vielleicht schon erspähen konntet, dann letztendlich auch fortgesetzt. Es war insgesamt doch ein sehr hochqualitatives Spiel, auch wenn es letztendlich 0-0 ausgegangen ist. Weitere Aufregerszenen waren Georgia Stanway, die in ihrem ersten Spiel bereits eine gelbe Karte gesehen hat, weil sie Laura Freigang, glaube ich, umgemäht hat, die sich dann auch prompt an der Schulter verletzt hat und noch 30 Minuten gespielt, ehe sie von Nico Anautis ausgewechselt wurde. Einige Torschüsse gab es auch, unter anderem von Lara Praschnika und Lea Schla, möchte ich sagen. Insgesamt hat man sich hier aber auf Augenhöhe getroffen. Nicht ganz so auf Augenhöhe war dann das Spiel am Samstag vom VfL Wolfsburg gegen die SGS Essen, einer der wenigen tatsächlichen reinen Frauenvereine in der Bundesliga. Da hat man sich 4-0 getrennt, nachdem Wolfsburg bereits zur Pause 3-0 geführt hatte, durch Tore von zweimal Pop, glaube ich. Ne, zweimal Pajor. Zweimal Eva Pajor, einmal Pop, einmal Wasmut. Das 4-0 war ein bisschen eine Slapstick-Szene, die an anderer Stelle dann tatsächlich auch genutzt wurde, um darauf aufmerksam zu machen, dass ich meine, der eine Verein, ein professioneller, wirklich durchprofessionalisierter Frauenfußballverein mit Aspirationen auf internationale Titel ist und der andere ist SGS Essen. Erwartbar das Ergebnis. Für die SGS trotzdem würde ich sagen, ein okayer Einstand. Ich meine, was erwartest du, wenn du nach Wolfsburg fährst am ersten Spieltag? Die Überraschung, die größte Überraschung des ersten Spieltages gab es dann am Sonntag in der frühen Partie zwischen dem 1. FC Köln und der TSG Hoffenheim. Da hat Jana Feldkamp nach 33 Minuten rot gesehen, wegen der Notbremse gegen Mandy Islacker, die dann. Das Foul war knapp außerhalb des Strafraums, aber again, es gibt keinen VAR in der Frauenbundesliga. Schiedsrichterin zeigte auf den Punkt. Das war nicht das 1-0. Da lag Hoffenheim tatsächlich schon zurück. Das war tatsächlich das 2-0. Und mit einem weiteren. Das war tatsächlich schon das 3-0. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen. Wir haben gerade eben schon Fußball geschaut und wir sind schon 3,5 Stunden in diesem Stream drin. Ich bin gerade schon ein bisschen durchgelabert. Tore durch Islacker, Sharon Beck und nochmal Islacker durch einen Elfmeter in der 34. Das war dann der Elfmeter, der folgte auf das Foul von Jana Feldkamp. Melissa Kössler, die von Potsdam kam in der Sommerpause, konnte dann kurz nach dem Halbzeitpfiff noch den Anschlusstreffer zum 3:1 erzielen. Allerdings ist Hoffenheim dann trotzdem untergegangen gegen den 1. FC Köln. Das sind mal Aussichten. So ein Köln möchte ich sehen, nachdem die ja letzte Saison erst aufgestiegen waren und da bereits eine relativ gescheite Saison gespielt haben, auf dem 9. Platz gelandet sind. Ah, jetzt ein 3:1 zum Einstand in die Liga. Nicht ganz so gut zu Hause lief es für den SV Meppen. Die Aufsteigerinnen mussten direkt im ersten Spiel gegen den ewigen Siebten der Bundesliga, den SC Freiburg, ran. Und die haben dann natürlich auch bewiesen, dass sie eben auch irgendwo ein bisschen der Gradmesser für das Mittelfeld der Liga sind. Lagen zunächst mal nach 25 Minuten zurück durch ein bisschen verunglückten Rückpass von Samantha Steuerwald, der abgefangen werden konnte von Lydia Andrade, die das Ding dann zum 1:0 eingenetzt hat. Noch in der ersten Hälfte konnten sie aber ausgleichen und dann in der zweiten Hälfte zugegebenermaßen verdient die Führung erzielen.
Es war insgesamt allerdings ein sehr unterhaltsames Spiel. Das ist eines der Spiele, das ich dann auch wieder gesehen habe. Das Spiel Köln gegen Hoffenheim habe ich nicht gesehen. Wie gesagt, musste ich dann ein bisschen auswählen am Sonntag und ich wollte halt erstmal sehen, wie sich der Aufsteiger schlägt. Wo die Trainerin Karin Bakko es ja im Vorhinein der Saison angekündigt hatte, sie wolle einen offensiven Fußball spielen mit hohem Pressing und kurzen Ballstaffetten. Und da hat sich dann auch tatsächlich schon mal ein bisschen gezeigt, dass sie das können. Also der SV Meppen hat kein Spiel gemacht von einem Amateur-Aufsteigerverein, der gar keine Chance hat. Da hat man wirklich alles reingeworfen. Es ist natürlich die Frage, wie sich das an den nächsten Spieltagen fortsetzen wird. Ich hoffe aufs Beste, bin ich ganz ehrlich. Ich drücke dem SV Meppen die Daumen, weil den Fußball, den sie spielen, der ist sehr attraktiv, der ist sehr gut anzusehen und sie haben auch qualitativ einige Spielerinnen im Kader, die den spielen können. Insbesondere Lydia Andrade, die zwar mit einem bisschen unglücklichen Hakentrick indirekt den 1-2-Rückstand eingeleitet hat, aber ansonsten ist sie mir in dem Spiel eigentlich sehr positiv aufgefallen. Bei den Nachmittagsspielen gab es dann auch wieder zwei sehr interessante Partien. Einerseits gab es eine Wasserschlacht in der was auch immer Reisenarena in Duisburg. Da hat es geregnet, der Platz war unbespielbar. Ich habe mir da dann tatsächlich noch mal ein bisschen das Replay, insbesondere aus der zweiten Hälfte, angeschaut. Das war wirklich ein bisschen ein Trauerspiel. Du konntest da kaum Fußball spielen. Dementsprechend ist in der zweiten Hälfte auch fußballerisch tatsächlich nicht mehr viel passiert. MSV Duisburg und Bayer Leverkusen trennen sich so 1:0 für Bayer Leverkusen durch ein Tor in der ersten Hälfte. Eine torlose erste Hälfte spielten unterdessen Werder Bremen und Turbine Potsdam. Und auch da hat der Regen tatsächlich was bewegt in der zweiten Hälfte. Und zwar wurde das Spiel dadurch spannender, besser. Naja, zumindest sind Tore gefallen. Turbine Potsdam ja nach einem kompletten Umbruch in der Sommerpause, da sind quasi alle Stammspielerinnen weg und noch ein paar von der Ersatzbank und noch der Vereinsvorstand und noch der Trainer. Also da ist wirklich alles neu und es fehlt noch ein bisschen die Abstimmung. Potsdam da insbesondere in der ersten Hälfte sehr vorsichtig, sehr zurückhaltend gespielt, hat Bremen viel Ballbesitz gegeben und die Bremerinnen, die laut Aussage des Trainers Thomas Horsch auch in dieser Saison wieder gegen den Abstieg spielen wollen. Also da ist das erste und das letzte Ziel der Klassenerhalt. Wussten überhaupt nicht, wie sie damit umgehen sollen. Dementsprechend war die erste Hälfte zwar ein offener Schlagabtausch, es gab Chancen auf beiden Seiten, eher auf der Bremer als auf der Potsdamer Seite, to be fair. Allerdings hat sich da nicht sonderlich viel bewegt. In der zweiten Hälfte hat es dann angefangen zu regnen und irgendwie ist der Ball dann tatsächlich ins Tor gerutscht. Erstmal nach einem Freistoß von Weidauer, den Kuznetsov einköpfen konnte. Und dann ist mir persönlich ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht. Weil Bremen ist bekannt dafür, dass sie ihre Tore spärlich sehen, sagen wir es mal so. Konnten aber noch ausgleichen durch einen Distanzschuss von Saskia Matthijs, die in der Sommerpause von Eintracht Frankfurt kam, da nicht so wirklich eine Rolle gespielt hat, aber hier in Bremen hat sie dann direkt einen Stammplatz in der Startelf bekommen, anscheinend. Und hat auch bewiesen, dass sie den zu Recht hat. Nochmal zurück zum Eröffnungsspiel. Laura Freigang hatte sich da an der Schulter verletzt nach einem Tackling durch Georgia Stanway. Hat noch weitere 30 Minuten gespielt, ehe sie ausgewechselt wurde in der 73. Wird dann jetzt allerdings wahrscheinlich für ein paar Wochen fehlen. Es handelt sich hier wirklich nur um Wochen, nicht um Monate. Also es ist keine sonderlich starke Verletzung, da muss nichts operiert werden. Sie war zwar dann am nächsten Tag im Sportstudio mit einer Armschiene, allerdings, wie gesagt, nur einige Wochen. Ich hoffe, sie kann gut genesen. Und ich hoffe, wir sehen sie bald wieder auf dem Platz. Abseits dieses ersten Spieltages. Gute Besserung, Laura. Ja, ich hoffe, ihr geht's bald wieder gut. Ich hoffe, ich kann sie dann schon beim nächsten Heimspiel der Eintracht gegen Werder Bremen
wieder auf dem Platz sehen. Abseits des ersten Spieltages, damit sind wir mit dem Spieltag erstmal durch, hat der VfL Wolfsburg vorher auch noch angekündigt gehabt, dass das Spiel gegen den FC Bayern München am, weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall das Heimspiel gegen den FC Bayern München jetzt in der Hinrunde wird in der Volkswagen Arena ausgetragen werden. Haben sich dabei also ein bisschen was abgeschaut von Eintracht Frankfurt, die ja jetzt auch das Spiel gegen die Bayern im Waldstadion ausgetragen haben. Ich möchte mich mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen, dass Wolfsburg es wahrscheinlich nicht schaffen wird, einen neuen Zuschauerrekord aufzustellen. Nichtsdestotrotz ist das auf jeden Fall ein gutes Zeichen für die Frauen-Bundesliga, dass solche Highlight-Spiele jetzt dann natürlich auch in den großen Arenen landen. Was natürlich cool ist für all die Vereine, beziehungsweise für die Spielerinnen in den Vereinen und insbesondere irgendwie natürlich auch für den FC Bayern, gegen den die ganzen Highlight-Spiele dann ja auch sind letztendlich, dass die in den großen Arenen spielen können. Was mich dann mal ein bisschen besorgt ist, wenn solche Highlight-Spiele dann in den großen Arenen gespielt werden und da dann viel Geld eingenommen wird durch die hohe Attendance, weil halt der FC Bayern zu Gast ist. Ist, dass da vom Kuchen auch relativ wenig die kleinen Vereine abbekommen werden. Also was hat der SV Meppen davon, wenn jetzt die Ticketeinnahmen bei Wolfsburg hochgehen, beziehungsweise wenn da mehr Sichtbarkeit da ist? Ja, können wir nur drüber spekulieren, ist aber natürlich erstmal trotzdem. Nichtsdestotrotz, ich möchte es jetzt auch nicht zu sehr Schwarzmalerei betreiben. Ist natürlich trotzdem ein positives Zeichen für den Frauenfußball generell. Und ich hoffe, davon mehr zu sehen, gerade wenn jetzt auch die Ticketpreise bezahlbar bleiben. Also, ich bin ganz ehrlich, ich zahle keine 60 € für ein Spiel der Männer, aber für 10 € bei den Frauen ins Stadion ist schon ein guter Deal. Abseits von der Bundesliga und auch abseits von den Topspielen in den großen Arenen wurde am Sonntag auch das Achtelfinale des DFB-Pokals ausgelost. To recap, die erste Runde des DFB-Pokals wurde ausschließlich zwischen Amateurvereinen gespielt. In der zweiten Runde kamen dann die Profiklubs, also die Bundesligisten und die Top 4 der zweiten Liga dazu. Da haben wir dann, wie gehabt, natürlich die kleinen Vereine hatten Heimrecht, die Bundesligisten mussten fahren. Ich war in fucking Weinberg of all places. Könnt ihr googeln, werdet ihr nicht finden, weil das ist nicht mal ein richtiger Ort. Aber jetzt haben sich tatsächlich alle Topclubs durchsetzen können. Es gibt keine großen Überraschungen es gab keine großen Überraschungen in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Bundesligisten sind alle durch, auch wenn Potsdam ein bisschen zittern musste. Und die Paarungen wurden gezogen. Da haben wir die TSG Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen, Duisburg gegen München, Frankfurt muss gegen die Dosen in Leipzig ran. Und die SGS Essen wird gegen Werder Bremen spielen, Freiburg gegen Meppen. Also da wird sich direkt dann mal die Partie des Saisonauftaktes in Meppen wiederholen. Allerdings diesmal im Dreisamstadion in Freiburg. Turbine Potsdam muss gegen Köln ran. Ein Zweitligist konnte sich tatsächlich, ein zweiter Zweitligist, es sind ein paar Zweitligisten, wie ich jetzt sehe. Es gibt ein Zweitligaduell, ist was ich sagen möchte, im Achtelfinale. Das ist der FC Karl Zeiss Jena. Sky, ich muss meine News von besseren Orten beziehen. Karl Zeiss Jena spielt gegen den SC Sand und im letzten Duell spielt ein Zweitligist gegen einen Rekordmeister. Der erste FC Nürnberg muss gegen den VfL Wolfsburg ran. Die Runde wird gespielt werden am Finden wir raus. Finden wir jetzt einfach mal gemeinsam raus. 19.11. Genau terminiert ist es noch nicht. Das findet ihr dann natürlich auch bei mir raus. Wenn das genau terminiert wurde, erstmal könnt ihr euch den 19.11. anstreichen für die ganzen Duelle. Wird auf jeden Fall eine spannende Runde. Es gibt ja hier einige
gibt ja hier einige Matchups, die tatsächlich ein spannendes Spiel versprechen. Essen gegen Bremen fällt mir da besonders ins Auge. Das sind beides Vereine, die in der Bundesliga ein bisschen mehr sind, aber dann sich tatsächlich auf Augenhöhe begegnen. Potsdam gegen Köln wäre letzte Saison ein absoluter Wash für Potsdam gewesen wahrscheinlich. Diese Saison vielleicht nicht so ganz. Jena gegen Sand ist auch eine spannende Sache. Beides ja die Absteigerinnen aus der letzten Saison. Jena mit einem Torverhältnis von minus 999 und der SC Sand wollte sich noch in der Liga halten. Spielen jetzt allerdings beide in der zweiten Liga. Und Hoffenheim gegen Leverkusen könnte tatsächlich auch eine spannende Partie werden. Einmal kurz zum internationalen Geschäft. Das ist die wildeste Story. Ich werde sie jetzt hier nur kurz recappen, weil das ist schon eine Weile her. Aminata Diallo und Kira Hamraoui sind beides Spielerinnen bei PSG in Frankreich. Letztes Jahr im November wurde Kira Hamraoui auf der Heimfahrt von Feiern oder so überfallen von Unbekannten. Und danach fiel irgendwie das Licht auf Aminata Diallo als die Fanzieherin hinter diesem Überfall. Man muss dazu auch sagen, Hamraoui wurde mit einer Eisenstange auf die Beine geschlagen. Also es ging tatsächlich gegen sie rein sportlich so. Das war nicht einfach nur ein Gib mir dein Geld-Ding, das war schon echt ein Angriff. Diallo ist direkt nach der Tat auch bereits ins Visier der Behörden geraten, wurde allerdings relativ schnell wieder freigelassen, ist mittlerweile vereinslos, spielt nicht mehr bei PSG. Nichtsdestotrotz wurde freigelassen, weil es nicht genug Beweise dafür gab, dass sie tatsächlich mit der Tat irgendwie in Verbindung gestanden hätte. Jetzt allerdings haben wir fast ein Jahr später, 10 Monate, und Aminata Diallo wurde wieder festgenommen. Wieder in Verbindung mit diesem Überfall auf Kira Hamraoui. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Alles, was ich sagen könnte, wäre Spekulation und deswegen sage ich dazu einfach mal nichts. Alles, was ich dazu sagen kann, ist, ha, absolut wilde Situation. Also, wenn ihr Drama wollt im Frauenfußball, das ist das Drama, das ihr findet. Das ist eine absolut wilde Geschichte. Auch da, wenn sich was bewegt, ihr werdet es von mir erfahren. Ich bleibe an der Sache auch dran, so ich das denn kann. Das ist honestly einfach zu wild für mich, um da eine Meinung zu haben. Ich weiß nicht, was da passiert. Ich weiß nicht, was die Motivation der Spielerinnen ist, beziehungsweise von Aminata Diallo gewesen sein könnte. Ich tapp da genauso im Dunkeln wie ihr, aber es ist einfach so ein Ding, da kannst du nicht weggucken. Du siehst Aminata Diallo in der Schlagzeile und dann bist du, oh no, what happened there? Kommen wir zu was Positivem. Das hier war heute auf meiner Twitter-Timeline. Das war die Attendances in der Women's Super League in Großbritannien. Highest Attendance bei Aston Villa gegen Manchester City mit 6.800 Leuten. Das sind alles keine Rekordknackerspiele wie hier in Frankfurt gewesen. Ich möchte dabei allerdings einmal die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass das am wenigsten besuchte Spiel, West Ham gegen Everton, und das ist auch das mit Abstand am wenigsten besuchte Spiel in der WSL gewesen an diesem Wochenende, immer noch besser besucht war als die Hälfte der Spiele in der Frauen-Bundesliga. Bei Duisburg gegen Leverkusen waren 424 Leute im Studio, im Stadion. Bei Bremen gegen Potsdam waren es knapp 600 und auch beim SV Meppen in der Hensch Arena waren es nur knapp über 1000 Leute. Das Franz-Kremer-Stadion in Köln ist ein bisschen voller gewesen, aber und gerade Wolfsburg hatte auch noch mal etwas größere Zahlen jetzt zum Saisonstart, als das der Fall gewesen ist in der vergangenen Saison. Da war man auch circa bei 700 bis 1000 im Durchschnitt.
Also in diesem Spiel, in diesem Eröffnungsspiel waren es jetzt 3200 Leute. Aber im Vergleich zu WSL, da ist es einfach durch die Bank weg gesünder. Ja, hier hast du halt Top-Spieler, beziehungsweise auch die Top-Vereine. Ja. Frankfurt an normalen Spieltagen hat den höchsten Zuschauerschnitt, nur ganz knapp über Turbine Potsdam und der Rest ist irgendwo darunter bei 500 bis 700 Leuten. Das sind Zahlen, da lacht man uns in Großbritannien aus. So viel in Großbritannien auch gerade seltsam ist, da haben die dann doch ein bisschen den Vorsprung über uns. In der NWSL in den USA sind die Attendances tatsächlich auch nochmal ein bisschen höher. Das habe ich jetzt ganz vergessen in der Vorbereitung. Das finden wir live. Nicht das, wo ich hin wollte. Das finden wir live. In der NWSL wurde nämlich einfach mal ganz fix auch ein Zuschauerrekord geknackt. Ja, das trotz der Queen, ne? Queen ist tot und trotzdem sind die Zahlen deutlich höher als in Deutschland. Naja. In der NWSL wurde an diesem Wochenende ganz nebenbei auch noch ein Zuschauerrekord geknackt. 32.000 Leute waren da im Stadion beim Spiel der San Diego Waves gegen Angel City FC. Zur Erinnerung, Angel City ist das Team, wo aktuell auch Almut Schuld spielt. Also auch da Rekord geknackt und er ist dann doch nochmal circa 10.000 Leute mehr als in Deutschland. Gut, das sind auch die USA. Da sind die Bedingungen dafür natürlich auch nochmal ein bisschen was anderes. Nichtsdestotrotz. Also erstmal Chapeau, aber zweitens kann man in Deutschland. Da geht noch mehr in der Bundesliga, oder? Das waren dann erstmal die Frauenfußball-News für dieses Wochenende. Die Bundesliga geht direkt am nächsten Wochenende weiter. Jetzt am 23. bis 25.09. eröffnet wird das. Der Spieltag von Bayer Leverkusen gegen Köln. Das Spiel wird wie gehabt beim Magenta Sport zu sehen sein. Wenn ich mich richtig entsinne, also erstmal Hoffenheim gegen Wolfsburg ist in der Pre-Zero Arena in Sinsheim und das Spiel wird auch in der ARD übertragen. Eventuell bin ich da live? Ja, ich bin da live, ne? Live auf twitch.tv, da steht sie, boah. Kommt vorbei. Also sagen wir noch Potsdam gegen Duisburg, München gegen Bremen, Essen gegen Meppen und Freiburg und Frankfurt, die gegeneinander spielen. Hier gibt es einige brisante, bisschen brisante Partien. Also erstmal Hoffenheim, die jetzt hoffentlich ein bisschen den Fehlstart ausbügeln können. Auch wenn Wolfsburg am zweiten Spieltag natürlich direkt mal ein Brett ist, aber ich wünsche mir, dass Wolfsburg da nicht von Anfang an direkt so durchmarschiert. Bayern München geht hier rein mit der Erwartung, den ersten Saisonsieg einzufahren, nachdem es letzte Woche gegen Frankfurt nicht geklappt hat. Bei Potsdam bin ich mir ehrlich gesagt immer noch nicht sicher, ob das gegen Duisburg nicht tatsächlich ein sehr, sehr enges Spiel werden könnte. Also auch da alle Augen auf Potsdam und Duisburg. Essen und Meppen ist genauso ein Spiel in der unteren Tabellenhälfte, wie das Potsdam und Duisburg werden könnte. Also auch hier sehr, sehr viel Spannung. Und Freiburg konnte ja in der letzten Saison auch Frankfurt ins Stolpern bringen. Das war eine der zwei Heimniederlagen von Frankfurt in der gesamten Saison. Die zweite war gegen Wolfsburg. Also so viel mal dazu. So geht es dann jetzt weiter mit der Frauen-Bundesliga, mit dem DFB-Pokal. Auch nochmal kurz reden sollten wir vielleicht über die Champions League Qualifikation. Ich nehme das Segment jetzt etwas später auf, als ich das sonst tue. Normalerweise starte ich den Stream und wir labern ein bisschen und dann nehme ich das Segment auf. Heute war das nicht möglich, genauso wie beim letzten Mal, weil heute hat Bayern in der Champions League Qualifikation 1:0 gegen Real Sociedad gewonnen. Eine relativ ausgeglichene Partie. Beide Teams hatten Druckphasen. Bayern hat ein deutliches Chancenplus, aber wie ihr am Ergebnis sehen slash hören könnt, ist es 1:0 ausgegangen.
Da konnte nicht so viel ins Netz gebracht werden. Nichtsdestotrotz für Bayern geht es dann jetzt auch in den Champions League Qualifikationen nochmal gegen Sociedad im Rückspiel ran. Gegen Sociedad am 29.09. um 19 Uhr. Das Spiel, wenn es live gesendet wird, werde ich es wahrscheinlich auch schauen, wenn das möglich ist mit euch zusammen. Und tja, das war's. Get out of here. Hallo, ich bin die Endcard. Danke fürs Zuschauen. Freigang für Laura wird aufgenommen vor einem Live-Publikum. Kommt vorbei auf twitch.tv/dezibel, immer dienstags abends, wenn ihr live mit dabei sein möchtet. Wenn ihr Fragen habt, von denen ihr wollt, dass ich sie euch im Stream beantworte, die dann auch im Video landen, damit ihr euch verewigen könnt auf dieser Plattform. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, oder ein Like, oder drückt die Glocke, oder folgt mir auf Twitter. Ach, ihr wisst schon, was ihr. Ihr benutzt alle das Internet. Ich muss euch das nicht erklären. Ja. Bis nächste Woche.